liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, unserem Herrn. Hauptsache gesund. Ich weiß nicht, ob Sie den Spruch kennen, aber den kriegt man schon mal zugerufen, wenn man gesagt bekommt, wie geht's dir denn, na ja und so. Hauptsache gesund. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hauptsache gesund. Und das ist in der Tat eine Versuchung, das so zu sagen. Das Evangelium heute lädt uns aber ein, tiefer zu schauen. Denn es ist ja nicht nur ein Evangelium, das von der Vollmacht Jesu erzählt, der gleichzeitig fähig ist, Sünden zu vergeben und den Menschen von seiner Lähmung zu befreien, sondern es ist ja auch eine Anfrage an uns. Es ist die Anfrage an uns, was bei uns wichtig ist. Es sind ja auch beide Wirklichkeiten, die sich in uns, im Menschen ereignen als Herausforderungen. Diese Situation, dass wir uns gesund fühlen wollen und gleichzeitig, dass wir aber auch ja, uns selbst und anderen vergeben wollen. Manch einer hat nachts im Bett vielleicht Rückenschmerzen und regt sich darüber auf. Aber manch einer hat vielleicht auch Gedankengänge, kreisende Gedanken, wo er Dinge hat, die er sich selbst oder anderen nicht vergeben kann. Beides gehört fundamental zu unserer menschlichen Existenz. Wir haben nicht nur einen Leib, sondern wir sind ein Leib, wir sind eine Leib-Seele-Einheit, in der sich die Dinge miteinander verbinden. Und beides, Leib und Seele, brauchen Erlösung, brauchen Befreiung, brauchen Vergebung. Vergebung, das meint so viel wie, wir wollen, dass wir das als Gabe von Gott empfangen. Als Gabe, die uns kostbar ist, die uns wertvoll ist und in der letztlich Gott selbst wirksam und erlebbar wird. Wir hören dieses Evangelium daher heute Morgen nicht nur als ein Evangelium, das etwas über Jesus aussagt, der natürlich in seiner Heimat, in seiner Stadt besonders zu kämpfen hat, wenn es darum geht, einen Blick auf diese seelische Landschaft zu werfen und der dann diese Heilung durchführt, um deutlich zu machen, mit welcher Autorität, Macht und Vollmacht er von Gott her, vom Vater her kommt und handelt. Nein, dieses Evangelium ist auch eine Anfrage an uns, was für uns das Wesentliche und Wichtige ist und was wir für uns von Gott und voneinander erhoffen dürfen. Und vielleicht machen wir dann ja auch die Erfahrung, dass wir auf zweifache, vielleicht sogar noch mehrfache Weise Heilung und Heil von Gott empfangen.